Good morning in the morning. You know what time it is. Mich ärgert das, dass meine Flips so scheiße sind. Ich bin übelst steif in der Luft irgendwie. So, ich hustle jetzt noch ein bisschen. Gerade Schule, nächste Woche steht eine Mathe-Klausur an. Und dann gehe ich mit Moritz rennen. Heute früh haben wir individuell einfach eine ganz entspannte Runde rennen gehen. Dann habe ich was organisiert. Und dass das heute so klappt, das ist so ein perfekter Zufall. Ja, find's cool. Ich freue mich sehr. GoPros abgegeben und jetzt habe ich immer noch dieses verdammte Problem mit der GoPro. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll, aber naja, es muss irgendwie weitergehen. Und ich sag mal so, ich habe mir was organisiert. Mal ganz kurz abgesehen von was da drin ist, was ist denn das für eine weirde Verpackung? Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe diese GoPro in den letzten Tagen, die ich ausgeliehen hatte, so schätzen gelernt. Ich brauche einfach irgendeinen Ersatz dafür. Das war so huge und für die Daily Vlogs ist das quasi unerlässlich. Und ich meine, wenn ich mir schon mal irgendwie eine neue organisiere, dann auch richtig. Ich kann mir vorstellen, dass ihr den Moment gerade nicht so hart fühlt wie ich. Also besser gesagt, ich fühle den Moment viel zu krass. Im Endeffekt ist es nur eine neue Kamera. Aber für mich hat bei der ersten GoPro damit alles angefangen. Und das ist jetzt für mich ein Moment, der echt cool ist. Ich bin echt gespannt, was sich in den 6 Jahren mittlerweile so getan hat. Ich bin gehypt, endlich wieder eine GoPro zu haben. Ich bin hyped. Ich bin sehr, 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 sehr hyped. Ein was ich jetzt schon gemerkt habe, ich habe die ganze Zeit gelobt, wie klein und leicht GoPros sind. Und das war die, also Digga, das ist ja... Aber die neue ist im Vergleich ziemlich schwer und auch relativ groß. Hält sich natürlich alles noch in Grenzen, alles vollkommen okay. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die so einen großen Weight und Size Difference haben. Für alle, die sich mehr dafür interessieren, ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächsten Tage nochmal ein bisschen ausführlicheres Video dazu kommt. Jetzt geht es für mich erstmal darum, mich da ein bisschen reinzuarbeiten und zu gucken, was sind die besten Settings, wie sieht es am besten aus und so weiter und so fort. Und dann geht's zum Training. So, eine Sache, die ich jetzt schon mal vorwegnehmen kann. Dieses Front-Facing-Display, das ist so insane huge, dass ich mich die ganze Zeit sehe, wie weit ich im Frame bin und so. Das ist übelst geil. Gerade mit den Farben ist es jetzt für die Vlogs nicht so wichtig, aber gerade für ein bisschen größere Projekte kann das geisteskrank geil werden. Wenn euch die technischen Aspekte mehr interessieren, dann vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Da wird noch ein Video die Tage auf jeden Fall dazu kommen und jetzt geht es auf jeden Fall erstmal zum Training. Wir haben heute wieder so ein dieses Standardtraining. Ich habe heute wieder Bock. So, genau heute war das, was ich vorgestern angesprochen hatte. Es gibt schlechte Tage, aber es gibt auch gute Tage. Heute fand ich, war eine richtig gute Einheit. Es war jetzt nichts Krasses oder so, aber einfach gute Grundlagen, gerade im Schießen. War es ein sehr gutes Training. Hat Spaß gemacht. Aus sowas kann man lernen. So, mal kurze Lagebesprechung an der Stelle. Wir chillen hier gerade im Wald, weil wir warten auf den Moritz. Der Moritz hat sich gerade auf den Weg gemacht, nochmal in die Arena zu fahren, weil der Kollege in der Arena sein Handy vergessen hat. Eine lost Aktion. Ja. Aber kann passieren. Da kommt der Daumen hoch. Wo hattest du ihn? Im Rucksack. Ihr seht, ich habe gute Laune. Training ist geschafft, Training war cool. Und das mit der GoPro hypen mich natürlich auch. Da haben wir hier natürlich direkt auf der einen Seite erstmal den GoPro-Test stehen. Die wird natürlich noch ausführlich getestet. Und dazu erzähle ich dann auch noch ein bisschen was. Und auf der anderen Seite können wir dem Plan hier, iPhone 14 Pro versus CV10, was die Kamera ist, versus GoPro Hero 11. Ich glaube wirklich, das wird ein cooler Test. Was den Tag jetzt nur noch perfekt macht, jetzt gibt es Käsespätzle als Abendbrot und die sind richtig geil. So, Donnerstag ist bei uns übrigens auch immer Putztag, also geht es jetzt noch ein bisschen ans Zimmer aufräumen. Ich muss auch sagen, nachdem die GoPro angekommen ist,
Ah, es ist im Zimmer ein bisschen. Ja, es ist im Zimmer ein bisschen schwierig geworden, sagen wir mal. Danach geht's zum Galli. Ein bisschen 4K 120 austesten. Der Kollege hat einen Sonderplatz hier bekommen. Ist auch mit der neuen GoPro für mich echt ein besonderer Moment. Und jetzt ist das Zimmer auch wieder einigermaßen passabel. Jetzt kann man hier drin wieder ordentlich leben. So, jetzt geht's zum Galli und ich mache jetzt auch was, was ich glaube ich sonst niemals gemacht habe. Ich nehme nämlich diese Kamera hier, lege die genau hier hin, nehme mir die Kamera und gehe. So, das Ding ist, eigentlich würde ich das niemals machen. Bei mir war es eigentlich immer das Thema Qualität über Quantität oder besser gesagt, einfach immer die beste Qualität zu erreichen. Aber jetzt ist halt das Ding, GoPro ist viel mehr convenient und die Qualität ist geil. Also von daher ist das mal heute so ein kleiner Versuch, wie das sich so schlägt, gerade auch in Licht, was mittlerweile nicht mehr so gut ist. Vielleicht kann das des Öfteren doch mal die Kamera ersetzen. Trotzdem bleibt es bei mir dabei, so oft ich die Kamera benutzen kann, benutze ich sie auch. Ist einfach immer noch ein besserer Look. Augen zu machen, er fällt smart. So, Jungs und Mädels, mein Glas ist gerade ein bisschen zu nah am Bahn. Aber nochmal ein kurzer Disclaimer: Die Bedingungen draußen gerade sind wirklich für GoPros die schlechtesten, die es gibt eigentlich. Ich habe die Aufnahmen bis jetzt selber auch noch nicht gesehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu krass sind. Aber die Lowlight-Bedingungen werden morgen noch mal interessant, weil wir morgen Abend noch den Crosslauf haben. Wir sehen uns morgen. Habt noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Bis morgen.